Freunde, schön entspannt im Sessel sitzen und euch ein paar schöne Geschichtchen erzählen, ein paar wichtige Geschichtchen erzählen. Nein, es sind keine Geschichtchen, sondern es sind wichtige Dinge. Sehr, sehr wichtige Dinge. Und zwar heute habe ich das Thema Kraftsteigerung, Muskelzuwachs. Muskelzuwachs. Die Frage ist für die meisten, wie schaffe ich es, Muskelmasse aufzubauen, denn das Volumen vom Muskel zu vergrößern, dafür zu sorgen, dass die Muckis größer werden, der Bizeps größer, die Brust größer, der Rücken breiter. Das ist doch immer für die meisten Menschen die spannende Frage. Was heißt die meisten Menschen? Meistens sind es Männer, die sich damit sehr stark beschäftigen, weil das männliche Ideal natürlich gerne auch eine schöne Brust hat, muskulöse Brust, wo die Frauen sich anschmiegen können. Der Bizeps, der starke Arm, die große Brust, der breite Rücken ist natürlich ein Symbol für Stärke, ein Symbol für Sicherheit. Und da beschäftigen sich natürlich sehr viele Menschen damit. Warum? Weil natürlich zwischenzeitlich ja, die körperliche Belastung bei den meisten Männern zu kurz kommt und somit natürlich die meisten Männer eben nicht mehr so aussehen, wie sie gerne aussehen würden, beziehungsweise wieder das Bild in unserem Kopf ist von einem Mann. Also beschäftigen sich damit viele Männer und ist natürlich ein interessantes Thema. Wie schaffe ich es tatsächlich, Muskelmasse aufzubauen, weitestgehend regelmäßig Fortschritte zu erzielen? Das ist die Herausforderung, ihr Lieben. Und wir gehen jetzt mal folgendermaßen vor, dass ich mich jetzt erstmal vorstelle. Hallo, hier ist Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Thema Muskelaufbau. Also, einen Fakt schon mal von vornherein. Muskelmasse möchte der Mensch nicht haben. Der menschliche Organismus steht nicht auf Muskelmasse. Warum? Weil es für unsere Gene keinen Garant gibt, dass diese Muskelmasse, die sehr viel Energie braucht, wenn sie aktiv ist, dass sie auch versorgt wird mit Energie, beziehungsweise, dass wir Ressourcen dafür haben. Nein, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich nicht da. Warum? Gute Frage, ne? Unsere Gene, die rennen noch in der Steinzeit rum, die sind noch Neandertaler, schlagen die Keule auf den Kopf, haben keine Kleider, nur irgendwelche Felle an und da gab es keine Kühlschränke, da gab es keine Supermärkte, da gab es nicht gleich um die nächste Hausecke immer zu essen. Also war die Natur darauf bedacht zu sagen, ja, Muskelmasse kann gefährlich werden, wenn es zu viel wird, frisst die uns zu viel Energie, also lassen wir lieber mal sein, wollen wir nicht einfach so haben. Deswegen ist eben Muskelmasseaufbau für viele Menschen auch eine krasse Herausforderung. Ja, es gibt da draußen auch Menschen, die tun sich mit Muskelmasseaufbau relativ einfach, auch ohne Steroide, das gibt es tatsächlich, aber das ist ein verschwindend kleiner Anteil der Menschen, die haben einfach die Genetik, dass sie relativ schnell Muskelmasse aufbauen können, bis zu einem gewissen Grad. Viele andere haben diese Veranlagung nicht, die müssen sich den Arsch aufreißen. Und folgendes Szenario, viele gehen trainieren und irgendwann kommt der Punkt, da passiert einfach nicht mehr viel. Da passiert einfach nicht mehr viel. Die Muskelmasse will einfach nicht mehr weiter wachsen. Und dann ist die Frage, warum ist denn das tatsächlich so? Gut, das ist einmal die Frage, die wir jetzt in den Raum stellen. Jetzt gehen wir mal noch zurück, um natürlich eine Basis zu schaffen, wie Muskelmasse aufbau, was alles vonnöten ist. Wir reden heute nachher nur über, ja, über die Notwendigkeit, warum, weshalb, was muss ich dazu tun, was Training anbetrifft, um Muskelvolumen zu erhöhen. Ich gehe mal davon aus, dass alle meine Zuschauer, die jetzt gerade zuschauen, wissen, dass natürlich das Ernährungsverhalten an das Vorhaben angepasst sein sollte. Denn wenn wir das Ernährungsverhalten ans Vorhaben nicht angepasst haben, dann könnte es problematisch werden, dass wir dauerhaft eben ja, das nicht erreichen, egal wie gut unsere Trainingsplanung tatsächlich ist, egal wie toll der Plan ist. Die Grundvoraussetzung ist eigentlich immer, die Nahrungszufuhr sollte an das Vorhaben Muskelmasse aufbauen angepasst sein. Das bedeutet, man sollte seinen Grundbedarf wissen, was braucht mein Körper, Energie, ohne dass ich was tue, 8 Stunden schlafen, 16 Stunden wach sein. Was habe ich für einen Leistungsumsatz in Form von Arbeitsumsatz? Welchen Beruf habe ich? Ist natürlich ein Unterschied, ob ich Busfahrer bin oder ob ich auf dem Bau arbeite, ob ich Tänzer bin, ob ich Hochleistungssportler bin oder Koch
oder Büromitarbeiter, Angestellte, Außendienstler, das sind schon Unterschiede, was man da an Energie verbraucht. Da gibt es Anhaltswerte, sollte man wissen. Und dann kommt dazu noch der Leistungsumsatz, Sportumsatz, ist das, wie viel Sport mache ich, wie viel Energie verbrauche ich im Sport. Das sind alles Dinge, sollte man wissen, die sollte in die angepasste Ernährung mit einfließen. Okay, Nummer 1. Nummer 2, die Regeneration sollte funktionieren, sollte passen. Dazu ist es wichtig, dass man weiß, dass man 7 Stunden circa bis zu 8 Stunden einen festen, tiefen Schlaf braucht, einen gesunden Schlaf, um natürlich auch dem Körper die nötige Regeneration zu bieten, eben während des Trainings mit hoher Intensität arbeiten zu können. Okay, gut, das wäre einmal das. So, zu dem komme ich nachher nochmal zum Thema Ernährung. Jetzt geht es aber darum, was ist die Grundvoraussetzung, dass der Muskel größer wird? Ja, dass ich Gewichte hebe, das ist richtig. Dass ich schwere Gewichte hebe, ist auch richtig. Wichtig ist aber, dass wir kontinuierlich immer wieder eine Steigerung haben. Das bedeutet, also wir haben Muskelfasern. Diese Muskelfasern, die werden angespannt, um ein Gewicht zu bewegen. Die werden kontrahiert, um das Gewicht zu bewegen. So, und dafür brauchen die Muskelfasern durch eine gewisse Spannung. Und diese Spannung stellt natürlich der Nerv her. Das heißt, der Nerv von dem Muskel gibt dem Muskel ein Signal, Kollege, du spannst dich jetzt so und so stark an, damit wir das Gewicht von A nach B bewegen können. Okay? Das Problem ist aber, dass der Körper natürlich keine Muskelmasse möchte. Das bedeutet, dass die Intensität der Muskelfaserspannung sehr hoch sein sollte, damit es überhaupt dazu kommt, dass der Körper sagt, ja, es besteht jetzt ein Grund, Muskelmasse aufzubauen. Das ist wichtig zu wissen, das ist ganz wichtig zu wissen. Und jetzt steckt da dahinter was? Richtig, wir müssen natürlich mit entsprechend hoher Intensität arbeiten. Die meisten befinden sich nach 1, 2, vielleicht sogar nach 3 Jahren in einem Bereich, wo sie auf ein Plateau kommen. Auf dem Plateau, sie machen Bankdrücken mit 85 Kilo, sie schaffen kein Kilo mehr. Sie machen Kniebeugen mit 100 Kilo, sie schaffen kein Kilo mehr. Sie machen 150 Kilo Kreuzheben, sie schaffen kein Kilo mehr. So, wenn jetzt die Erwartung da ist, dass der Muskel trotzdem weiter an Volumen zunimmt, trotz dass die Belastungsgewichte gleich bleiben, dann ist das ein fataler Irrtum und vor allem eine Forderung, die so nicht erfüllt werden kann. Und Forderungen, die nicht erfüllt werden können, die sind nicht motivierend, die sind demotivierend. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, ja, ich sollte versuchen, die Reize, die an der Muskelfaser entstehen, stetig zu verändern, stetig dem Körper das Signal signalisieren, Kollege, das wird scheiße anstrengend. So, ansonsten, wenn du dich jetzt nicht verbesserst, wenn du jetzt nicht dafür sorgst, dass deine Muskelfasern kräftiger werden, dass deine Muskelfasern mehr Spannung aufbauen können, wirst du dieses Training definitiv nicht überleben. So einfach ist es. Ja, 1000 Bücher lesen oder diesen Satz durch den Kopf gehen lassen. Deswegen soll natürlich immer ein Training hart sein. So, jetzt sitzt aber draußen einige und sagen, lieber Mr. T., wie kommst du darauf, dass man sich immer steigern kann? Ich trainiere jetzt schon 3 Jahre, aber da geht nichts mehr. Das kann ja auch gar nicht sein, wenn Leute, die 20 Jahre trainieren, regelmäßig 4-mal die Woche, die müssten ja dann 1,87 Tonnen Bankdrücken machen. Machen die ja nicht. Stimmt, du hast recht. Du hast völlig recht. Irgendwann ist jeder mal an seinem Plateau angekommen. Um das Plateau zu überwinden, gibt es aber mehrere Techniken. Und zwar die erste Technik ist, sich zu überlegen, bin ich jetzt in der richtigen Planung? Also gehen wir mal ein Szenario aus, 2 Jahre Training, regelmäßig Training, Ernährung passt, Schlaf passt. Es geht nicht mehr weiter. 8 Wiederholungen, 80 Kilo Bankdrücken. Es geht nicht weiter, keine Chance. Jetzt gibt es folgende Möglichkeit. Erstens mal, die nächsten 8 bis 10 bis 12 Wochen, 3 bis 4 Mal pro Woche ein sogenanntes Maximalkrafttraining. Ein Maximalkrafttraining findet im Zeitfenster von 20 Sekunden muskulärer Belastung statt. Das heißt, wenn du Bankdrücken machst und du machst 3 Wiederholungen, 4 und 5 Wiederholungen, wirst du automatisch an einem Zeitfenster von 20 Sekunden landen. Und diese 20 Sekunden ist die Grundvoraussetzung für die Kraftsteigerung. Wenn du höher wie 20 Sekunden gehst, 20 bis 60 ist es der Hypertrophie-Muskelaufbau. Und über 60 Sekunden ist die Kraft aus oder Fettstoffwechsel. Da kommen wir heute nicht dazu. Heute bleiben wir erstmal im Zeitfenster 1, die 20 Sekunden Belastung, Wiederholungszahl 1, 2, 3, 4, 5 und eventuell 6. Die Einzelwiederholungen sind mit Vorsicht zu genießen im Maximalkrafttraining, denn da brauchen wir einen Partner mindestens dazu, der das absichert, denn die Verletzungsgefahr ist scheiße hoch. Also aufpassen. Mit Trainingspartner wunderbar, ohne Trainingspartner eine Wiederholung, besser 2, 3, 4 Wiederholungen. Also machen wir 12 Wochen lang ein sogenanntes Maximalkrafttraining.
Wir trainieren im Zeitfenster von 20 Sekunden maximal, 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar 6 Wiederholungen. Ja, wichtig ist dabei natürlich, dass die Pausen von einem Satz zum anderen nicht so die Länge haben wie beim Hypertrophietraining von 60, 90 bis 120 Sekunden oder 65 bis 120 Sekunden und auch nicht so kurze Pausen im Kraftausdauertraining 15, 30, 45 Sekunden, sondern hier haben wir Pausen, ja, genau zuhören, von 3, 4 bis zu 5 Minuten. Gewichtheber machen oft Pausen von bis zu 5 Minuten. Ja, ich glaube bis zu 5 Minuten, bin ich mal sicher. Denn das braucht man als Regenerationszeit, um, jetzt ist ganz wichtig, natürlich einerseits den Energiespeicher wieder vollständig aufladen zu lassen, denn der Körper verbraucht die Energie, die am Muskel direkt anliegt. Nummer 1 und Nummer 2, das nervale System muss sich wieder erholen, denn Maximalkrafttraining heißt, dass von unserem Gehirn, von unserer kleinen süßen Zentrale, so groß wie eine Melone, dass da Signale von da kommen, von einem gewissen Zentrum für die Bewegung zuständig, übers Rückenmark, durch den Spinalkanal durchflitzen und dann da rauskommen an den Muskelgruppen, die hauptsächlich an der Bewegung beteiligt sind. So, und diese Signale, die müssen scheiße stark sein. Nur wenn die hochintensiv sind, wenn wir es schaffen, so viel wie möglich Muskelfaserbündel anzuschalten, die hintereinander reagieren, umso mehr Drehmoment haben wir, umso mehr Bums haben wir. Also richtig einen Bums haben wir nur dann, wenn vom Gehirn starke Signale kommen. Also, da kommen wir auch nachher drauf zu sprechen, nochmal das Thema Hirn, okay? So, und wenn das hoch genug ist, dann werden wir große Gewichte bewegen können. Jetzt machen wir 12 Wochen lang dieses Maximalkrafttraining mit langen Pausen, mit Grundübungen, Kniebeuge, Sumo, Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge. Haben wir alles. Und ja, Klimmzüge, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Military Press, Dips, so eine typischen Grundübung. Die machen wir dann 3 Übungen an einem Tag, 4 bis 5 Sätze, vielleicht auch nur 3 bis 4, je nach Körpertyp, nach Mensch, was er Zeit und was er Energy hat, und machen hier unsere Maximalkraft. Dann wird Folgendes passieren. Das bedeutet, nach circa 12 Wochen drückt der gute Mann, anfänglich hat er 2 Wiederholungen gemacht mit 95 Kilo auf der Bank, dann drückt er nach 12 Wochen 110 oder 112, vielleicht sogar 115 Kilo, zweimal saubere Wiederholung nach 12 Wochen, also mehr Bums. Und mit diesem mehr Bums kommt er dann ins Hypertrophietraining. Nach den 12 Wochen geht er über ins Hypertrophietraining, macht da 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wiederholungen. Und was macht er da? Da kann er auf einmal anstatt 80 Kilo Bank drücken, mit 95 Kilo kann er 8 Wiederholungen ausführen. Und was passiert? Richtig. Der Muskel bekommt einen komplett neuen Hypertrophie-Reiz, einen komplett neuen Muskelaufbaureiz. Und das bedeutet, dass der Muskel jetzt in den Startlöchern ist, zu sagen, yes, Muskelfaserspannung ist hoch, ich muss jetzt größer, stärker, voluminöser werden. Und dann wird das komplette endokrine System, Hormonsystem dazu angekurbelt, in Kombination mit der Leber, in Kombination mit dem Testosteron, komplett natürlich hier das Muskelvolumen zu vergrößern. Warum? Weil die Initialzündung dafür da ist. Das ist die Grundvoraussetzung für Muskelaufbau, dass ich mein Belastungsgewicht erhöhen kann. Und wenn das mal nicht mehr geht, ist Maximalkraft eine hervorragende Möglichkeit, diese Steigerung wieder hervorzurufen, die neue Muskelfaserreize zu setzen, Nummer 1. Nummer 2, es gibt noch ein zweites Fundament. Nummer 1, das erste Fundament war die maximale Kraftsteigerung. Jetzt kommt Fundament Nummer 2. Fundament Nummer 2 ist das Reizzeitfenster. Gut zu hören, Freunde. Also, ihr macht Bankdrücken mit 80 Kilo. Ihr seid nach 25 Sekunden fertig, also war da schon mal im Hypertrophie-Zeitfenster über 20 Sekunden Belastung. Das ist schon mal richtig gut, weil die meisten sind nämlich nur bei 16 Sekunden. So, und dann können wir auch sagen, okay, jetzt mache ich mit diesem Gewicht von 80 Kilo keine 8 Wiederholungen, sondern 9 oder 10 Wiederholungen. Das schafft man nach ein paar Wochen. Wow! Und dann trainiere ich den Muskel nicht nur 25 Sekunden, sondern ich erhalte den Reiz sogar bei 35 bis zu 40 Sekunden. Auch ein neuer Reiz. Auch dieser Reiz gibt eine Rückkopplung an das endokrine Hormonsystem, wo der Körper sagt, scheiße, das war anstrengend. No pain, no gain. Auf geht's, Freunde. Muskelfasern kräftiger machen. Okay, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit. Ja, und diese Möglichkeit ist langsamer, das heißt diese 8 Wiederholungen langsamer auszuführen. Im exzentrischen Bereich etwas bremsen, im konzentrischen Bereich etwas bremsen, sodass wir diese 8 Wiederholungen nicht in 25 Sekunden machen, sondern in 40 Sekunden. Länger Muskelfaserspannung aufrechterhalten, trotz gleicher Wiederholungszahl. Auch das ist eine Möglichkeit,
das Muskelvolumen zu erhöhen. Denn auch daraufhin wird der Körper reagieren. Warum? Weil es ein neuer Reiz ist. Und das ist das, was der Körper braucht. Er braucht immer wieder, auch im Muskelaufbau, neue Reize. Das braucht unser Geist genauso, damit er funktioniert. Er braucht neue Reize. Ansonsten sind wir im Stillstand. Natürlich, wenn du keinen Bock hast, dein Muskelvolumen zu verändern, brauchst du nichts dran ändern. Aber wenn du Lust hast, dein Muskelvolumen zu ändern, dann solltest du diese Regeln einhalten. Ganz einfache Regeln eigentlich, oder? Ist jetzt wirklich auch nicht so kompliziert, finde ich. So, und jetzt haben wir einmal das geklärt. Ich hoffe, dass ihr das alle verstanden habt. Ich gehe sehr davon aus. Ich hoffe, dass ich es klar ausgedrückt habe. Und jetzt, passt auf. Jetzt ist doch die Frage, was ist da die Grundvoraussetzung überhaupt dafür, dass man es überhaupt schafft? Natürlich die Entscheidung, es einmal zu tun, um zu wissen. Jetzt wisst ihr es aber. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Faktor, da habe ich vorher schon mal drauf angespielt. Was ist denn der Muskel eigentlich? Der Muskel ist ein ausführendes Organ. Das heißt, der Muskel macht nichts anderes wie ein Signal, das hier oben von unserer kleinen Melone kommt, die 1280 bis 1340 Gramm schwer ist. Und da drin ist ein Zentrum für Bewegung und da werden Signale produziert, willentlich Signale produziert. Die flitzen über meinen Rückenmark, über den Spinalkanal, über die Nervbahn runter in den Muskeln, schlagen da voll ein. Und umso intensiver diese Signale sind, umso mehr Muskelfaserbündel werden wir anspannen. Umso mehr Muskelfaserbündel wir anschalten können, umso höher ist die mechanische Reizung an den Fasern, umso höher ist die Ausbeute an Muskelzuwachs. Ja. Also Freunde, ganz wichtig, jetzt kommt nämlich die Auflösung. Nicht der Muskel selber, nicht nur das endokrine System, nicht nur die Ernährung alleine, sondern ausschlaggebend ist nämlich das Gehirn. Wie viele Signale, wie stark die sind und wo die tatsächlich ankommen, wie groß der Muskel wird und welcher Muskel wächst. Natürlich, jetzt auch wieder interessant, um Signale im Gehirn zu produzieren, brauchen wir was? Stärke, richtig, Willensstärke. Was noch? Richtig, wir sind wieder bei der Ernährung, Freunde. Wir brauchen natürlich Rohstoffe. Rohstoffe, die dafür sorgen, dass der Muskel sich natürlich auch bewegen kann. Und das sind Nährstoffe, Lebensmittel, so gesund wie möglich. So gesund wie möglich, Freunde. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Warte, hat mich gerade was geblinkt. Ich gehe jetzt mal kurz in die Kamera, ich mache gleich weiter. 1, 2, 3, Kartoffelbrei, passt. Wir sind noch aktiv, Moment, oder? Alles aktiv? Yes, yes, yes. Kurze Unterbrechung. Also, Freunde, da sind wir wieder ganz weit runtergerechnet an einem Punkt angelangt, wo sich die meisten Menschen super schwer tun. Das ist das Thema 21 versus 3. 21 Mahlzeiten am Tag. In der Regel bestes Ergebnis, denn du hast die Woche hat 7 Tage. Am Tag 3 gute, ausgewogene Mahlzeiten, passend zu dir, sind 21 Mal pro Woche optimale Zufuhr an den besten Kalorien, die es überhaupt gibt für dein Vorhaben. Und wenn du das nicht tust, dann hängt hinten dran der komplette Rattenschwanz. Das Gehirn kann nicht funktionieren, weil unser Gehirn ist eine Hochleistungsmaschine. Die produziert den ganzen Tag von morgens und abends Signale. Die produziert, produziert, produziert. Dafür brauchst du Sprit und wenn sie dafür keinen guten Sprit hat, dann wird es mit der Produktion von guten Gedanken, von starkem Willen, ganz schwierig. Dafür braucht das Gehirn maximale Ladung, maximale Kapazität. Da brauchst du kein Nutella dafür, da brauchst du kein Eis dazu, da brauchst du kein schwarzes Gesöff dazu. Sie braucht gesunde Nährstoffe, ein gesunder, stabiler Zuckerspiegel im Gehirn. Der wird durch gutes Essen praktiziert. Dadurch können wir maximale Gehirnkapazitäten entfalten. Maximal Gehirnbrain, maximal Gehirnstrom, maximalen Bums können wir dadurch produzieren. Also seht ihr wieder, ganz runtergerechnet sind es manchmal ganz einfache Sachen. Denn das eine funktioniert ohne das andere nicht. Deswegen könnt ihr die besten Trainings, wenn ihr könnt die tollsten Videos angucken bei YouTube. Ihr könnt tolle Stars zugucken, wie sie ihre Gewichte bewegen. Es nutzt dir nichts, wenn du gewisse Faktoren nicht berücksichtigst. Und das ist meine Arbeit, ihr Lieben da draußen. Euch aufzuklären, was wichtig ist. Euch aufzuklären, was ist das Fundament. Und das Fundament ist Regeneration, Futter, gutes Futter. Danach natürlich zu wissen, was man tut. Einen Plan zu haben, wann man was tut, ist wichtig. Und dann natürlich auch die nötige Disziplin, es regelmäßig zu machen. Das sind so die Grunddinge, was man wissen muss. Und ihr seht jetzt, ihr habt es wieder gehört,
inwieweit die Ernährung dafür zuständig ist, dass hier ein maximaler Output kommt. Wenn du hier maximalen Input gibst, kommt da ein maximaler Output. Und auch hier und hier und hier. Wenn du aber da einen minimalen Input gibst, dann wirst du nicht funktionieren. Dann brauchst du dir keine Hoffnung machen, dass da was passiert. Und wenn nichts passiert in deinem Training, wenn du dir vorgenommen hast, ja, ich will aussehen wie Arnie. Ja, ich will der Superman werden, weil mir das gefällt, weil ich es geil finde. Und du hältst gewisse Regeln nicht ein. Was ist dann? Dann wird es nicht funktionieren. Also hör auf rumzupinsen. Ich habe keinen Bock in die Küche zu stehen. Hör auf rumzupinsen. Hör auf zu sagen, ja, Training lang reicht. Ja, dann nehme ich noch ein bisschen Kreatin dazu, nehme ich noch das und das dazu. Das ist auch nur das kleine Quäntchen Zubrot. Die Basis, wenn du ein Haus baust und das Haus ist ziemlich groß und hoch und breit und schwer, was brauchst du dann? Ein fettes Fundament. Und dieses fette Fundament für diesen Sport, für dieses Vorhaben ist tatsächlich Essen, Regeneration, maximalen Power, Brain Power. Denn viele denken, der Muskel, der macht alles. Der Muskel macht gar nichts, der macht überhaupt nichts, der führt nur Befehle aus. Der führt nur die Signale aus, was sich in deinem Gehirn zusammenbraut. Und wenn die nicht richtig zusammengebraut wird, kommt da nichts raus. Und wenn das Gehirn nicht genügend Energie bekommt, nicht genügend gesunde Energie, Mineralstoff, Vitamin B zum Beispiel, Vitamine, Vitamin B, B1, B3, B6, nicht genügend Magnesium hat, nicht genügend Omega-3-Fettsäuren, dann funktioniert das ganze System nicht. Wenn der Blutzuckerspiegel nicht stabil ist, dann funktioniert es nicht. Dann hast du die Basis verkackt. Und wenn die Basis verkackt ist, dann kommt hinten ran nichts raus, außer, ja, genau. Ist tatsächlich so. Ich weiß, das wollen viele gar nicht hören, denn viele sagen, gib mir eine Kapsel, gib mir eine Tablette. Oh, der Trainingsplan von dem und dem Athleten. Schwer und falsch. Den Trainingsplan von dem, der sieht so geil aus, dann mache ich es, dann funktioniert alles. Das stimmt so nicht. Das ist gutes, schönes, nettes Marketing, was dazu führt, dass die Leute Kohle verdienen. Das ist richtig, ist auch gut so. Aber man darf nie vergessen, dass zu allem natürlich die gesamte Wahrheit gehört. Nicht nur ein kleiner Baustein. Und der große Baustein ist, Freunde, ab in die Küche, ab ins Bett, regelmäßig schlafen gehen und Power generieren. Und den Input heute, den habe ich euch gegeben und macht euch mal Gedanken drüber, inwieweit ihr da die Chance habt, solche Dinge anzuwenden. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr dieses Wissen, was ich mir über 30 Jahren angeeignet habe, und meine Coaches mir immer jeden Tag belegen, dass es funktioniert, dann kann ich euch garantieren, dass die Karotte, die vom Esel hängt, nicht mehr vom Esel hängt, sondern steckt im Mund, dann erreicht man die Karotte. Warum? Weil man die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, um die Karotte zu bekommen. Und dazu gibt es einfach gewisse Grundregeln. Die habe ich euch jetzt erklärt und das wäre schön, wenn ihr diese umsetzt. Und es wäre sehr geil, wenn ich von euch Feedback bekomme, und ihr sagt, ja, Andreas, lieber Mr. T aus Karlsruhe, du hast recht. Ich habe einen geilen Fortschritt gemacht, ich habe mehr Muskelmasse aufgebaut, ich fühle mich wohler, ich habe mehr Bums, ich habe mehr Kraft, das wäre mega. So, ich glaube, das war jetzt zu diesem Thema alles und wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr sagt, Mr. T's Arbeit ist gut, gefällt mir sehr gut, dann dürft ihr unten in den Shownotes, in den Bemerkungen auch gern mal sagen, das war gut, das gefällt mir. Das habe ich mitgenommen, da gebe ich dir einen Daumen dafür, da gebe ich dir Feedback dafür. Wie wäre es, lieber Mr. T, wenn du mal dieses Thema noch aufnimmst? Wie wäre es, wenn du mal über das redest oder mal darüber ein Video drehst? Das wäre schön, weil ich lerne von euch am meisten. Das war's, Andreas Riembacher, Mr. T aus Karlsruhe zum Thema, wenn du ordentlich Bums hast, kriegst du dicke Muckis.